Herzlich willkommen in Paris. Herzlich willkommen im legendären Parc des Princes. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir haben heute eine hochinteressante Begegnung für Sie im Angebot. Paris Saint-Germain gegen Manchester City. Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Die beiden im direkten Duell, das kann nur hochklassigen Fußball geben. Guter Steilpass, sie spielen den Ball hoch. Ah, oh, das sah vielversprechend aus, aber abseits. Knappe Geschichte, aber da kam der Vorstoß einen Tick zu früh. Das sind Sekundenbruchteile. So wird die Szene abgepfiffen, schade. Das hätte durchaus gefährlich werden können. Alles eine Frage des Timings. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Im Tor heute Gianluigi Donnarumma. Marquinhos spielt neben Sergio Ramos in der Abwehr. Neymar steht mit Lionel Messi auf dem Flügel. Und im Sturm spielt Kylian Mbappé. Kein guter Ball, das war's also erstmal. Hier die Startaufstellung von Manchester City. Ederson heißt der Torhüter. Ruben Dias spielt mit Manuel Akanji in der Abwehr. Kevin De Bruyne steht mit Rodri im Zentrum. Und im Sturm ist Erling Haaland. Foden. Gut verteidigt. Haaland. Da ist Donnarumma, da macht sich lang. Kurz ausgeführt. De Bruyne. Guter Zweikampf jetzt von De Bruyne. Und nun Messi. De Bruyne. Elfmeter. Und wenn Sie Pech haben, liegen Sie gleich zurück. Ja, und das war auch nicht gut gemacht. Klares Foul, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Glück im Unglück. Es gibt zwar den Elfer, aber keinen Platz. Stark gehalten hier, der Elfmeter von Kevin De Bruyne. Ja, kurz ausgeführt. Flanke kommt rein. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Da haben Sie den Ball. Sie müssen weiter aufpassen, Pfosten. Damit sind sie also nicht durchgekommen. Ah, da wollten sie die Führung, das hat man gespürt, versuchen alles und dann haben sie das Pech, dass das Ding am Aluminium landet. Ederson hält. Die Ecke jetzt von Lionel Messi. Den Kopfball hat er, klasse gemacht. Gar nicht einfach, denn der war wirklich gut. Und jetzt ist die Chance vorbei, er hält ihn fest. Herrliche Parade, da verhindert er den Rückstand. Das war natürlich eine gute Chance. Also das ist nicht einfach, den noch zu halten. Und wir sehen es ja, der nächste. Gehalten, Ederson macht die Chance zunichte. Jetzt kommt die Ecke. Wer einen großen Titel in Frankreich oder in Europa gewinnen will, der muss erstmal an Paris Saint-Germain vorbei. Und das ist gar nicht so leicht. Einer der beständigsten Clubs, wenn wir uns die letzten Jahre ansehen. Ruben Dias. Ball läuft jetzt gut bei Manchester City. Den Ball holt er, gut verteidigt. Lionel Messi am Ball. Jetzt Neymar. Leo Messi! Ah, gut gemacht jetzt von Ederson. Erling Haaland. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Er bleibt liegen nach diesem Zweikampf.
Kylian Mbappé Lothar. Riesenchance Mbappé. Oh, kein Tor. Schöner Ball, das war eine große Chance. Wechsel bei City. Marco Verratti mit dem Ballverlust. PSG verliert wieder den Ball. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Sie verlieren hier den Ball. Da ist die Chance. Mbappé trifft hier als Erster. Und das war ja auch eigentlich fast nicht anders zu erwarten. Nochmal dieses Tor in der Wiederholung. Erst der Steilpass und dann haben sie das 2 gegen 1. Und da bist du als Torhüter machtlos, wenn das so clever ausgespielt wird. Manchester City ist hinten. Schauen wir mal, wie sie jetzt auf diesen Rückschlag reagieren. Haaland, da macht er zu. Donnarumma. In die Ecke kommt. Hakimi mit dem Ballverlust. Hakimi. Frühe Stören, da musst du erstmal gegen ankommen. Ball gewinnen. Wichtig, den Ball hat er sicher. Jetzt Neymar. Da geht der Ball weit in Richtung Lionel Messi. Eine Minute gibt's oben drauf. Sie holen sich den Ball. Während dem Pausenpfiff, das war sie also, die erste Hälfte im Parc des Princes. Von Kylian. Wir machen weiter mit Durchgang 2. PSG im Moment mit einer knappen Führung. Foden. Jetzt kommt die Flanke. Man City ist wieder da. Das ist der Ausgleich in dieser Partie. Wir sehen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Erst diese tolle Flanke von Phil Foden. Und dann mit dem Kopf Erling Haaland da dazu geschlagen. Das sind seine Situationen. Da kann er seine Physis ausspielen. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Ah, gut gemacht jetzt von Ederson. Mbappé. Ballverlust bei PSG. Ball ist weg. Stark gemacht, das könnte was werden. Das ist abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Aber er muss aufpassen. Tor und damit sind sie hier wieder vorne. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an.
So, da ist der Konter. Und dann dieser wirklich sehenswerte Abschuss von Kylian Mbappé. Das ist überragend. Ball kommt hart aus der Halbdistanz. Den kannst du nicht halten. Das war die Führung für Paris Saint-Germain. PSG ist, und das ist überraschend in diesem Spiel, die schwächere Mannschaft, was den Ballbesitz angeht. Aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles. Und jetzt diese Chance. Das muss es sein. Bah, das war richtig knapp. Guter Lupfer, da hat nicht viel gefehlt. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Mahrez. Ball bei Haaland. Mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Ja, ich denke, berechtigte gelbe Karte gegen Paris Saint-Germain. Ja, schon, Wolf. Der Einsatz zu hart. Also, das ist vertretbar. Die kurze Variante jetzt. Boden. Ball kommt rein. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Der Ballverlust. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Das könnte was werden jetzt. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Und nun Messi. Und da haben sie den Ball. Da haben sie den Ball. Riesenchance, Mbappé. Oh, kein Tor. Schöner Ball. Das war eine große Chance. City wird wechseln. Sie stören früh. Da ist der Ball. Da hat Mbappé einige Optionen. Messi muss es machen. Kein Problem, den hat er. Ecke Neymar. Nee. Keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr draus machen. Das ist doch harmlos. Jetzt der Angriff von PSG. Schön abgeblockt. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Platz zum Kontern. Sie haben den Ball. Viel Platz da in der Mitte. Messi mit dem Versuch. Oh, kein Tor. Das war aber ein richtig guter Konter. Da hat fast alles gestimmt. Messi verlässt das Feld. Sie wechseln aus. Gutes Timing, gute Grätsche, er holt sich den Ball. Einwurf für Paris Saint-Germain. Bernardo Silva. Pass von Bernardo, sind sie zur Stelle. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Sie drängen auf den Ausgleich. Vielleicht geht jetzt was. Sie stören früh und da haben sie Erfolg. Das macht er sicher. Und jetzt ist die Chance vorbei. Er hält ihn fest.
So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Mbappé. Jetzt können Sie es entscheiden. Jetzt können Sie klären, hätte sonst gefährlich werden können. Toller Pass. Neymar. City verliert den Ball. Da hätten sie die Führung ausbauen können, aber so bleibt es hier eng. Den müssen sie machen, dann haben sie ja alles im Griff. So bleibt es weiter spannend. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Kurz vor Spielende kommt Manchester City nochmal. Geht hier vielleicht noch was in Richtung Ausgleich? Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Knapper Sieg am Ende und das war schon beeindruckend.